da ist einfach so das Spannungsfeld, in dem ich als Unternehmer stehe. Auf der einen Seite will ich gute handwerkliche Arbeit leisten und auf der anderen Seite muss ich unheimlich viel Bürokratiearbeit zusätzlich leisten, die mich dann einfach irgendwo überfordern. Insbesondere auch Handwerker, für die ist das oft etwas, woran sie dann auch verzweifeln und so, weil das dann verdrängen und dann macht es das Ganze doppelt schwer. Also insofern lastet aus meiner Sicht auf den Unternehmern schon eben halt eine hohe Verantwortung. Gegenüber ihrem Personal, gegenüber ihren Kunden, gegenüber ihrer Familie, aber auch gegenüber sich selber. Und ich meine, wenn du da so ein großes Rad drehst, dann musst du schon eben halt ackern, dass das fällt einem nicht in den Schoß. Und da sagen viele, ja, guck mal hier, und der macht das schon wieder. Und ich sage, ja, sorry, hast du auch mal geguckt, welche Verantwortung der übernimmt? Hast du Verantwortung für 25 Leute und für so einen Laden und für, sag ich mal, 2,5 Millionen Euro Schulden? Mm-mm. Auch wenn ich mit Finanzbeamten telefoniere, wo die dann sagen, ja, ich sag, du hast doch dich bewusst dagegen entschieden, Verantwortung zu tragen und zu übernehmen. Du kannst dich doch immer auf das Gesetz zurückziehen, du versteckst dich doch dahinter. Sag, und dann meckerst du rum, dass der doppelt so viel verdient wie du? Der trägt aber auch 10-mal so viel Verantwortung wie du. Du trägst ja gar keine. Weil du kannst immer sagen, das steht im Gesetz. Ich habe das ja vorher schon gesagt. Ja. Ich bin zufrieden. Weiter ist es für mich so, dass der Herr Hauwel, der uns seit Anfang diesen bzw. Ende letzten Jahres betreut, sich als Glücksfall für uns herausgestellt hat, der uns sehr kompetent und mit großem Engagement betreut. Ja, wir sind zufrieden. Es gab natürlich auch Sachen, die wie überall auch mal daneben gehen. Aber da finde ich, genau da bewährt sich eine Zusammenarbeit, wie man da miteinander umgeht und wie man die löst. Ja. Also es ist eine kleine, feine Kanzlei, so in der Form, wie es jetzt ist. Die Ansprechpartner sind immer anwesend bzw. erreichbar. Das ist eigentlich ein sehr wichtiger Aspekt. Und was auch ganz wichtig ist, ich habe mal vor vielen, vielen Jahren halt auch mal negative Erlebnisse gehabt mit Steuerberater. Verlässlichkeit, genaue Abarbeitung sind auch ganz wichtige Punkte. Vor allen Dingen, dass ich den Rücken frei habe, dass ich mir da nicht auch noch Sorgen machen muss. Was noch ein weiterer Punkt ist, der mir gar nicht gleich jetzt eingefallen ist, dass wir eine Pauschale vereinbart haben, dass wir nicht kleinlich jede einzelne Leistung, jedes Telefonat abrechnen müssen, sondern eine Pauschale aufgrund so Erfahrungswerten, wie die Zusammenarbeit ist. Und auch damit sind wir zufrieden. Damit kann man einfach kalkulieren und muss keine Angst haben, da rufe ich jetzt an, dann kostet es gleich so viel. Ja, ich denke, das ist für beide Seiten gut und damit können wir auch gut leben, würde ich auch jedem empfehlen, das so zu verhandeln. Ja. Das hat auch dazu beigetragen, ich hatte letztes Jahr, was dieses Jahr war die Betriebsprüfung, dass du auch dadurch, dass alles ordentlich war, auch keine Mängel aufgetreten sind. Also was wirklich noch wichtig ist und was gut ist und was mich erfreut, ist Fortbildung in der Kanzlei, dass immer auch in der Veränderung, Steuer, Löhne etc., dass das immer angepasst wird, aber ich auch jedes Mal informiert wird. Und das finde ich sehr gut. Ich habe auch schon andere Erfahrungen gemacht, die nicht so gut waren. Es gab mehrere Vorschläge und wir haben das auf einem kurzen Weg miteinander geklärt. Also das schätze ich auch, dass wir am Telefon Sachen anreißen können, müssen uns dann nicht zu großen Meetings treffen. Und danach gibt es per E-Mail einen Vorschlag, den wir hier beraten können und dann umsetzen. Also das funktioniert wirklich klasse. Also wir können Handwerker dahingehend entlasten, dass wir ihnen gewisse Bürokratiearbeit einfach abnehmen, ihnen auch Wege aufzeigen, wie sie damit besser umgehen können, sie in dieser ganzen Bürokratiearbeit unterstützen, damit sie sich auf das, was für sie das Wichtigste ist, nämlich ihre handwerkliche Tätigkeit zu konzentrieren.